Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video sprechen wir über den Nike Sneakers Day, wie er für mich war, was dabei rausgekommen ist und einfach so meine Gefühle dazu erfahrt ihr jetzt im Video und nach dem Intro. Ja, wie ihr hier drüben schon beobachten konntet, konnte ich tatsächlich zuschlagen am Nike Sneakers Day, aber wir fangen ganz von vorne an. Der Nike Sneakers Day war so der heißeste erwartete Tag so auf der Nike Sneakers App. Kurze Info vorab, für die es Leute nicht wissen, der Nike Sneakers Day feiert quasi immer am 8. August oder in dem Zeitraum da seinen Geburtstag. Ich glaube, jetzt war es das dreijährige Geburtsjahr von der Nike Sneakers App. Da hat man natürlich viel erwartet. Allerdings war dann die Enttäuschung groß im Verlauf des Tages. Aber warum war die Erwartung so hoch? Weil letztes Jahr gab es den einen oder anderen irren EA. Also ich glaube, also da gab es echt Schuhe, die für 700, 800 resellbar waren. Ich bin letztes Jahr allerdings leer ausgegangen und in diesem Jahr nicht. Aber der andere Grund, der dazu beigetragen hat, dass die Erwartungen so gedämpft wurden, war einfach, dass wirklich jede Instagram-Seite geschrieben hat, welche Releases kommen werden. Da wurde vom Mokka bis hin zum UNC, also wirklich die besten Releases des Jahres aufgelistet. Und das waren natürlich keine exklusiven Infos von denen, sondern das waren einfach nur Gerüchte, die dann gestreut wurden. Wie es dann so ist, war davon halt leider nichts. Deswegen gab es auch natürlich von mir kein Video. Wenn es exklusive Infos gäbe, hätte ich natürlich auch ein Video gemacht. Aber das ist vielleicht noch ein Tipp an dich und an euch, ist, dass die haben keine exklusiven Nachrichten. Deswegen sind auch diese Videos, wie du den Travis Scott 1 X-Fragment Schuh für Retail kaufst, sinnfrei, weil die haben die gleichen Informationen wie du im Endeffekt, wenn du ein bisschen auf Instagram hängst. Deswegen gab es da von mir kein Video. Naja, zurück zum Nike Sneakers Day. Nach ewigen Livestreams für die Leute, die es mitgemacht haben, es gab x Livestreams zu jeder vollen Stunde ungefähr, wo dann zwei Leute von Nike halt eine Trash-Show hatten, todeslangweilig, extrem anstrengende Stimmen und man dachte immer nach dem oder während des Livestreams bekommt man eventuell EA Pustekuchen. Das war nicht der Fall. Das kam dann einmal dieser Leopard Air Max und einmal den Jordan 1 Low. Zwei, in meinen Augen, total unattraktive Schuhe, weswegen ich da nicht zugeschlagen habe. Ich glaube, manche Schuhe sind sogar noch verfügbar. Am Ende aber war dann nach dem Livestream, das war ganz interessant, dranbleiben, es gibt gleich einen exklusiven Drop. Und als die Nachricht da bekannt war, waren halt dann alle Leute auf der Nike Sneakers App und dann gab es eine Lightning Round für den Jordan 4. Ja, das gute Stück habe ich auch hier in den Händen. Die Lightning Runde konnte ich dann gewinnen. Dreimal insgesamt, also drei Ws mitgenommen. Ich habe jetzt aber nur zwei Paare hier und würde sagen, wir packen den aus. Kurz noch eine Info. Die Lightning Runde ging, glaube ich, eine halbe Stunde. Also extrem viele Leute hatten die Chance, da zu entern. Insofern habe ich auch meinen Kollegen Bescheid gegeben, dass die für mich entern. Und deswegen habe ich drei Paare gewinnen können. Das Paket ist dann kurze Zeit später angekommen. Ich dachte am Anfang so, der Resale wird extrem sein, war aber ein Witz. Und jetzt kommt noch der größte Gag. Der kommt am Samstag nochmal. Vielleicht ist das Video auch nach dem Jordan 4 raus. Wie ihr den resellen sollt, beziehungsweise wie ihr jetzt mit dem umgehen solltet, erkläre ich auch noch gleich. Ja, der Jordan 4 kommt im klassischen Viererkarton. Beim Oreo ist der obere Teil weiß, genau. Weiß-rot, das fand ich echt cool. Also, dass sie nicht jedes Mal den gleichen Karton machen. Das fangen sie jetzt bei Jordan 1 auch scheinbar an. Wir packen den mal gemeinsam aus. So sieht dann das gute Stück aus. Gefällt mir gut. Gelb ist halt eine super schwierige Farbe, gibt Wu-Tang, zwar Wu-Tang-Vibes, aber ja, weil der Schuh auch gelb ist und jetzt nicht wirklich limitiert war, sind auch die Resale-Preise relativ niedrig. Ansonsten,
Das Leder ist super weich hier vorne, ansonsten viele graue Akzente und das Gitter hier ist schwarz und hier hinten graue Jumpman. Ja, sehr, sehr, und unten sieht er so aus. Sehr, sehr cooler Schuh eigentlich. Für mich jetzt nichts persönlich, weil ich kann es ja eigentlich nur zu All Black oder einem weißen T-Shirt anziehen oder zum gelben. Also in meinen Augen zumindest. Deswegen relativ schwierig. Und ja, zum Thema Resale. Aktuell geht er so für 2,30, 2,20 vielleicht. Und der wird jetzt am Samstag gerestockt. Mein Tipp: Verkauft eure Paare vor dem Samstag und schlagt am Samstag nochmal zu. Ich meine, der hat Potenzial, in die Höhe zu steigen mit der Zeit, aber da müsst ihr das Jahr auf jeden Fall ein Jahr einrechnen. Ansonsten, ja, mehr kann man eigentlich zu dem Schuh nicht sagen. Ich glaube, wir wären auch hiermit am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, mach's gut.